Moin Moin, ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Rezension von den Power Rangers. Diese erscheint ja ab dem 3. August auf DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray und natürlich digital. Ja, und mit freundlicher Unterstützung von Studiokanal durften wir diesen vorab rezensieren und ich freue mich, dass wir sagen können, Go Go Power Rangers! Und viel Spaß mit der Rezension nach dem Trailer. Zeit ist gekommen. Ja, der Regisseur Dean Isolite hat ja nach dem Project Almanac, also sich an was Größeres rangewagt, und das sind halt die Power Rangers. Und ich muss sagen, er macht seine Sache bis zu der Hälfte ganz gut. Warum? Es ist einfach so, die Charaktere werden eigentlich ganz gut ausgeleuchtet. Also bis zu einer Stunde ist wirklich, das klingt sehr viel, ist es der Film gar nicht langweilig und macht auch eigentlich auch Spaß. Ist sehr unterhaltsam und ich muss auch sagen, der hat ein gutes Pacing bis dahin. Aber warum die ganzen Blockbuster alle immer so über 120 Minuten gehen müssen, fragt mich nicht, Leute. Wirklich, ist echt so, ist einfach das Traurige. Dieser Film hätte auch 90 Minuten gehen können, der wäre da viel besser gewesen. Aber dennoch muss man sagen, der Fokus liegt natürlich sehr doll auf diese Freundschaft von diesen Power Rangers, also von diesem Reboot. Und ich muss auch sagen, bei manchen Szenen hätte er besser in den Potte kommen können, der Regisseur, und hätte gesagt, komm, wir machen das nicht. Also es waren viele unnötige Szenen gewesen in diesem Film. Und das muss ich auch einfach auch ein bisschen bemängeln. Aber trotzdem, dann wäre der wahrscheinlich auch ein bisschen spannender gewesen, weil manchmal hat man ein bisschen mitgefiebert. Und dann war es halt einfach nicht so weit gewesen. Zum Beispiel mit dieser Verwandlung, weil jeder weiß, irgendwann verwandeln sich ja die Power Rangers, irgendwann schaffen sie es, das ist ja auch jetzt kein Spoilern, aber das hat manchmal echt lange gedauert, bis sie sich echt verwandelt haben. Somit kann ich erstmal sagen, die Story ist schon sehr interessant auf jeden Fall, wie die halt zueinander finden und halt wie dann alles passiert. Bis dann der Bösewicht kommt und so weiter, ist erstmal kaum Action da und man merkt das wirklich irgendwann, dass da keine Action bei ist. Also es zieht sich dann irgendwann so, man denkt auch so, wann kommen sie denn mal jetzt mal endlich zum Kampf? Und dann kommen irgendwann diese Swords. Und ich muss sagen, die Swords sehen echt mega schlecht aus. Also ich weiß nicht, was der Wizard of Fact Creator da sich gedacht hatte. Er hat davor gute Filme gemacht. Fast and Furious hat damit mitgewirkt, seinen Wizard of Facts. Und das CGI ist einfach nur, ja, solide. Bis hin vielleicht, die Swords sehen echt mega schlecht aus. Und zu dem Kostümdesign, zu den Suits von den Power Rangers, kann ich nur eins sagen. Ich habe gleich irgendwann gesagt, das kann sich nur eine Frau ausgedacht haben. Die sind mega glänzend und sind einfach überladen mit Effekten. Einfach over the top. Das hat ja die Kostümdesignerin Kelly Jones gemacht. Und die ist eigentlich gar nicht schlecht in ihrem Beruf, in ihrem Job. Sie hat nämlich zum Beispiel vorher hat sie erstmal Sons of Anarchy die Kostüme gemacht. Und Straight Outta Compton. Also was sie da bei sich gedacht hatte, kann ich euch echt nicht sagen. Also kann ich echt nur sagen, dass das CGI wirklich nicht pralle ist und der Film hat auch kaum Special Effects. Der lebt eigentlich von seinen visuellen Effekten und die sind halt nicht super gut produziert, was man eigentlich denkt, weil der Film war auch nicht so billig gewesen, ganz ehrlich. Ab der zweiten Hälfte wirkt der Film auch noch ein bisschen albern. Der geht in die Richtung mehr, wir wollen das kindliche Publikum ansprechen. Und ich muss auch echt sagen, das haben sie sich auch deswegen ein bisschen vergeigt. Also ich fand ihn aber der zweiten Hälfte echt nicht mehr gut. Ich habe echt gedacht, das wären zwei verschiedene Filme, die auf mich einprasseln. Und das muss ich echt bemängeln. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß an dem Film genommen. Und ja, dazu kommen auch noch irgendwelche albernen Easter Eggs. Ich fand die einfach unpassend und deplatziert, muss ich echt sagen. Also der Film begann echt stark und dann kommt so ein Krams. Und ich muss echt sagen, so vom Schauspielerischen war es auch natürlich keine Glanzleistung. Also ich muss sagen, man kann natürlich sehr hoch Elizabeth Banks hochpreisen, weil sie hatte wenig Screentime, aber sie hat wirklich die anderen Schauspieler in den Schatten gestellt. Da merkt man einfach, dass das eine gute Schauspielerin ist, aber dennoch muss ich sagen, haben wir der Blaue Ranger, dieser wird ja gespielt von Edgy Zeiler, also auch eigentlich mehr ein unbekanntes Blatt. Und der rote Power Ranger wird ja gespielt von Degre Montgomery, also auch eigentlich so welche, die vorher auch nichts Großartiges gemacht haben. Die
machen aber noch eigentlich, sag ich mal, den Bestandteil des Films mehr aus. Einfach die schauspielerische Leistung ist von solide bis, sag ich mal, sehr gut. Also Bryan Cranston hat ja auch wenig Screentime als Zordon, der war besser als manche andere von ihnen gewesen. Also man kann sich da einfach keine Hollywood-Oscar-filmreiche Präsentation vorstellen unter diesem Film. Aber was man so ein bisschen hochloben kann, ist auf jeden Fall, die Settings fand ich echt nicht schlecht. Das spielt ja in einem Raumschiff drinne oder halt in dieser Stadt, dieses Angel Grove. Und so die ganzen Orte fand ich eigentlich sehr atmosphärisch passend zu Power Rangers und fand die echt nicht schlecht. Immer ein bisschen was Erfrischendes, Neues, was natürlich auch nicht jetzt super, super mega gut war, aber dennoch solide bis gut, sag ich mal. Und da kann ich einfach nur sagen, es wäre einfach viel mehr drin gewesen bei diesem Film. Und das merkt man auch. Also wäre der besser geschnitten gewesen, besser, sag ich mal, noch getimter, bisschen diese Schiene, wir wollen auf die Jugendlichen eingehen. Ich finde sogar, hätte der ein FSK 16 gehabt und wir ein bisschen düsterer gewesen, glaubt er ganz ehrlich, da wäre der besser angekommen bei den ganzen Fans. Es war einigermaßen viel Fanservice drin gewesen, muss man sagen. Aber ich will nicht spoilern, und einen Charakter haben sie völlig verschändelt. Also da habe ich nur über den Kopf gefasst und habe nur gedacht, was haben sie denn da angestellt? Also ich weiß nicht, Reboot hin und her, aber der Film war unterhaltsam, okay, aber mehr nicht. Und zur Verfügung gestellt wurde mir eine DVD zur Ansicht. Diese DVD hatte auf jeden Fall ein ganz gutes Bild für eine DVD-Verhältnisse und der Ton, der war auf jeden Fall sehr gut. Muss ich sagen, Klang war wirklich klar zu deuten und in Action-Szenen hat es dann auch mal wirklich schön gerumst und das war wirklich mal was Feines für eine DVD. Und es gab sogar Extras auf dieser DVD-Scheibe und das ist mal bemerkenswert, weil letzte Zeit gab es nicht so viele Extras auf DVDs oder Blu-Rays. Ja, da kann ich echt nur sagen, zu meinem Fazit, die Power Rangers versuchen angeblich ein Action-Feuerwerk abzufeuern, aber das schaffen sie leider nicht so. Und man weiß auch ganz ehrlich nicht, was der Regisseur sich gedacht hatte, in welche Richtung er gehen möchte. Also für mich war das wirklich ein komischer Film, der nicht wusste, wo in welche Richtung er gehen möchte. Vielleicht klappt das ja beim zweiten Mal. Also angeblich sollen ja zwei Filme noch produziert werden oder drei sogar, wie ich das gehört hatte. Ja, und weil der Film so ein bisschen Fanservice hat und doch, wie gesagt, die erste Halbzeit unterhaltsam ist und man über die paar Sachen hinwegsehen könnte und das einfach auch ein solider Film ist, sage ich mal, gebe ich dir noch gerade noch so eine Bewertung von 6 von 10. Und das ist noch gerade so drinne, sag ich mal. Ja, mal gucken, was ihr sagt. Ihr habt den bestimmt schon mal in ein Kino geguckt oder keine Ahnung. Dann würde ich mal gerne wissen, was eure Bewertung ist. Dann gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht gesehen habt, klar, dann könnt ihr auch mal gerne mal euch natürlich die DVD und so weiter ausleihen oder Blu-ray. Und das würde mich halt freuen, wenn ihr natürlich dem Video einen Daumen nach oben gebt, mich natürlich gerne abonniert. Und Leute, dann würde ich sagen, bis dann und ciao und bam!